In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr herzhaft fluffige Kaspressknödel selbst herstellen könnt. Ich zeige euch heute, wie ich Kaspressknödel mache. Dazu hier oben Semmelknödel, Brot, dann hier unten Bergkäse. Riecht schon sehr, sehr intensiv hier. Danach, den schneiden wir gleich noch zu. Dann hier vorne Petersilie, frisch natürlich, dann Pfeffer, Salz, Knoblauch, Eier, dort Liebstöckel, Majoran, Öl, Milch, kleine Zwiebeln und etwas Butter. Alle Zutaten wie immer unten in der Beschreibung. Dann kümmern wir uns erstmal um die ersten Dinge, die klein geschnitten werden müssen. Petersilie, Knoblauch und Zwiebel machen wir jetzt klein. Petersilie waschen wir natürlich vorher. So wie hier. Und dann schnappen wir uns die guten Teile der Petersilie, legen sie an die Seite und zupfen die guten Teile ab, so wie hier. Links die Stängel könnt ihr noch super klein schneiden, einfrieren und für eine Suppe zum Würzen benutzen, kein Thema. Dann also nicht wegwerfen, sondern noch weiter benutzen. Aber wir nutzen nur hier die Dinge auf der rechten Seite. Zwiebeln und Knoblauch werden wir jetzt auch noch klein hacken. Schaut dann so aus. Und dann können wir auch schon rüber zum Herd, um die Butter in eine Pfanne zu geben, bei mittlerer Hitze zu schmelzen. So hier. Und dann geben wir Zwiebeln und Knoblauch dort hinein. Die Petersilie, seht ihr gleich, bleibt zurück. Die nutzen wir dann später. Zwiebeln und Knoblauch wollen wir einfach so anschwitzen, dass alles davon gar ist, denn später im Kaspressknödel würde es möglicherweise im Kern nicht gar werden und man möchte ja nicht auf ein Stück rohe Zwiebel oder Knoblauch rumkauen. So, das ist jetzt alles schön glasig und geht zum Abkühlen an die Seite. Dann schneiden wir hier den Bergkäse zu, nicht alles davon. Ihr seht ja die Mengenangaben unten drin. Ihr könnt es natürlich raspeln, hobeln, wie auch immer. Ich schneide das jetzt einfach in kleine Würfel, aber da könnt ihr machen, was ihr wollt. Hauptsache, es wird klein. Schneide mir dann meine Menge Käse hier nach bestem Wissen und Gewissen ab und dann geht natürlich auch noch die Rinde runter. So, nachdem das dann alles passiert ist, schaut es wie hier aus. Und wir können dazu übergehen, unseren Teig zuzubereiten. Dazu hier, wie gesagt, die bereits vorgeschnittenen Semmelknödel-Brotstückchen, geben die Milch oben drüber, den Majoran, Liebstöckel, einfach nur, weil ich es gerne mag. Müsst ihr aber nicht reingeben unbedingt. Dann kommen die 4 Eier drauf. Hier salzen. Wir pfeffern. Dann kommt die Petersilie endlich zu ihrem Einsatz. Und auch der Bergkäse. Das seht ihr dann später, wird auch innerhalb des Ganzen schmelzen. Und dann kommen wir noch mit den kalt gewordenen Zutaten aus der Pfanne, beziehungsweise ist nur noch lauwarm. Hat den Charme, dass wenn man das jetzt mit der Hand gleich durchknetet, man sich auch nicht die Finger verbrennt, wenn es so heiß wäre. So, und jetzt eben werden wir alles zu einem homogenen Teig verkneten. Und wenn das dann alles gut vermischt ist, Zutaten überall vorhanden sind, dann drücken wir es ganz leicht an und lassen den Teig jetzt erstmal vielleicht 20 bis 25 Minuten ziehen. Das sorgt dann dafür, dass die Flüssigkeiten auch ins Brot eindringen und man nicht so feste Stücke hat. Nachdem die Zeit dann rum ist, habe ich hier oben eine kleine Schüssel mit Wasser, um die Hände so ein bisschen nass zu machen. Wenn man nämlich jetzt gleich die Knödel formt, dann haftet der Teig nicht so an der Hand. Dann formen wir ganz normale Knödel, aber ich nehme vorweg, Kaspressknödel erinnern mich persönlich eher an Frikadelle, so würde man sie hier am Niederrhein nennen. Sie werden nämlich ein bisschen platt gedrückt und dann machen wir das hier mit dem ganzen Teig.
Zu einem anderen großen Unterschied kommen wir dann später noch. Ihr seht hier, ich habe jetzt 9 Stück aus dem Teig bekommen. Wenn ihr sie kleiner macht, entsprechend mehr. Wenn ihr sie größer macht, ein bisschen weniger. So sehen sie von an aus. Dann gehen wir wieder rüber zum Herd. Großer Unterschied. Nein, sie werden nicht sieden gelassen, sondern sie werden tatsächlich gebraten. Hier jetzt das Öl, da könnt ihr schon sehen, es zieht sich zusammen. Das Öl wird langsam heiß. Hier mittlere Stufe. Und dann geben wir die Knödel, die Kaspressknödel, in die Pfanne. Der Käse etc., die Außenhaut wird jetzt relativ schnell braun. Deswegen wirklich nicht zu hoch die Hitze machen. Wir werden dann gleich noch einen kleinen Trick anwenden. Denn das Innere braucht ein klein wenig, um auch von der Temperatur auf den Punkt zu geraten. Heißt, wir braten sie an, dann kriegen sie Farbe, so wie hier. Natürlich von beiden Seiten. Jetzt habe ich in der ersten Runde 5 Stück bekommen und gebe diese jetzt, während die anderen noch in der Pfanne sind, bei 100 Grad Umluft in den Ofen. Dann warte ich, bis die anderen auch noch fertig sind. Und dann habe ich alle auf diesem kleinen Blech. Und dann gehen sie, wie gesagt, bei 100 Grad Umluft für gute 10 Minuten in den Ofen. Und dann sind sie fertig. So wie hier zu sehen. Na, das hörte sich doch gut an. Dann möchte ich euch natürlich den Anschnitt nicht verwehren. Jetzt könnt ihr das Innere sehen. So, mal ein bisschen näher rücken. So schauen sie aus. Außen eine leichte Knusperhaut, innen gegart. Ich gebe noch hier ein bisschen Bergkäse drüber. Gleichzeitig seht ihr ja an verschiedenen Stellen noch, dass der Käse tatsächlich zerlaufen ist. Da seht ihr das. Ne? Genau. Und dann bleibt mir am Ende wie immer nur zu sagen, Bon Appetit!